Und hier ist der Mann, für den sogar die Straßenbahn eine Abkürzung nimmt. Und das ist kaum zu glauben. Hier ist Kai Pflaume. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie dabei sind. Danke, dass Sie für uns einen Platz in Ihrem Terminkalender freigeräumt haben. Lassen Sie uns zusammen das Wochenende ausklingen lassen. Lassen Sie uns zusammen Spaß haben. Genießen Sie das, was kommt. Genießen Sie unser Rateteam. Herzlich willkommen, Bernhard Hoecker. Einen wunderschönen guten Abend. Robertus Meyer-Burkhardt. Guten Abend. Stefanie Stumm. Guten Abend. Und Jörg Pilawa. Es wird ernst. Hier ist unser erster Gast und das ist Norbert aus Abzwint in Bayern. Norbert, grüß dich. Servus. So, dann wollen wir mal schauen, ja, warum Norbert den weiten Weg von Bayern hier in den hohen Norden angetreten hat. Ja? Achtung, wenn Sie mitraten möchten, bitte jetzt die Augen schließen. Es war vom Blitz getroffen. Der Hammer. So, das haben wir schon mal geklärt. Bernhard Hoecker wird gleich die ersten Fragen stellen. Jeder der vier hat 45 Sekunden Zeit. Jede Runde, die du überstehst, gibt es 200 Euro. Könnten also 1000 Euro werden. Ich drücke die Daumen, wünsche viel Spaß. Und ich bin mit meiner Körperanalyse noch nicht fertig. Ja, du bekommst natürlich auch noch einen Ratehinweis, Bernhard. Ja? Und der liegt hier quasi auf der Hand. Ja, der Ratehinweis lautet, sowas. Norbert lässt gern mal einen ziehen. So, Bernhard, bitteschön. Hallo Norbert, einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Willkommen in der Sendung. Suchen wir deinen Beruf? Nein. Suchen wir ein Hobby? Ja. Ziehen im Sinne von Dinge durch Zug bewegen? Nein. Ziehen im Sinne von Winden? Nein. Sei Dank. Okay, dein Hobby, ist das etwas Handwerkliches? Nein. Etwas Sportliches? Auch nicht, nein. Sammelst du etwas? Ja. Ah, du sammelst etwas, ist das etwas Großes? Also so groß wie ein Glas? Größer als ein Glas? Mitunter ja. Ja, aber kleiner als ein Tisch? Ja. Sehr gut, dann haben wir schon mal eine Größenordnung. Das ist, liebe Kollegen, nur wenn ihr euch fragt, warum ich so einen Blödsinn frage. Bin fasziniert. So, ja, guck mal da. Guck mal, erste Runde hast du schon überstanden, Nord. Danke. Die ersten 200 Euro. Und Hubertus ist dran. Wir suchen nach der Sammlung. Ja. Die Sammlung ist die größte Sammlung ihrer Art in Deutschland? Ja, ja. Die größte Sammlung ihrer Art in der Welt? Ja. Aha. Oh. Die ist bei Ihnen zu Hause? Da, wo ich wohne? Ja, ja. In Ihrem Haus? Das soll doch mal schön erfragen. In Ihrem Haus? Nö. In einem Extrahaus? Ja. Ist sie eine Freilichtsammlung? Steht es draußen? Nö. Es ist überdacht? Ja. Die Sammlungsobjekte sind aus Holz? Nein. Unabhängig vom Material, aus vielen Materialien? Aus einem Material. Ja. Ja. Und zwar aus Ton? Nö. Aus Stein? Nein. Aus Eisen. Eisen. Nein. Eisen. Ja, ja, ja. So, 400 sind es jetzt. Stefanie? Handelt es sich um Kerzen? Nein. Verdammt, ein Kerzenziehen. Handelt es sich aus Stoff? Stoff? Nein. Plastik? Nein. Haben die alle die gleiche Form? Nein. Unterschiedlich. Sind es Figuren? Nein. Sind es Tiere? Nein. Stellt es was Religiöses dar? Nee. ist es aus Metall? Nein. Ist es aus Gummi? Nein. Ziehen. Denk aus Haar? Nein. Aus Nagel? Also aus Horn? Horn. 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 Nein. Horn. Horn. Was noch? Nein. Kaugummi kann man nicht.
So. 600 Euro. Hm? Macht Spaß. Ja, ja, ist gut, ne? Schön bei uns, ne? Ja. Ja. Wir haben doch alles, oder? Ja. Ja. Gut, ja, wir versuchen es noch nicht die Lösung. Nee, aber wir sind kurz davor. Ich habe ein gutes Gefühl beim nächsten Gast. Pass auf. Norbert, ich finde das toll, dass du da bist, diesen weiten Weg von Bayern zu uns genommen. Ist es aus Papier? Ja. Ah. Sind es Fotos? Nein. Bilder? Nein. Nein. Ist es dieses Papier geformt oder ist es geformt? Ja. Ja? Ja. Hab ich das zu Hause? Ja. Bestimmt. Wir wissen es nicht, aber. Aber wir gehen von bestimmt. Aus, ja. Ist es also ein Haushaltsgegenstand? Nein. Nee. Nein. Nein. Ist es ein etwas zum Benutzen? Ja, sowas wie Klopapier? Nein. 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 Nee. Nein. Ein Hygieneartikel? Nein. Nein. Benutzen das die Männer mehr als Frauen? Nein, nein. Vielleicht also, die größte Papierflieger. So, sind 800 Euro noch. Was denn? Also ziehen. Also Jörg, ich kenne jetzt nicht alle deine Gewohnheiten, aber... Hm? Ja, ich glaube ja, das ist Papier. Ja, du kannst ja deinen ersten Tipp abgeben. Ich überlege gerade, was man aus Papier zieht. Norbert. Du hast die größte Sammlung an Papierspieluhren. An was? Papierspieluhren. Papierspieluhren? Ja, ich hatte Spieluhren im Kopf und er sagt Papier, aufziehen. Muss ich ja irgendwie komponieren. Ja, und die zieht er auf und sie spielen unfassbar schöne Lieder. Wie zum Beispiel das schöne Lied... Es zog einmal ein Papier. Das ja. Lieber Bernhard! Hätte ich drauf Nein! Hubertus. Also ich vermute jetzt was völlig anderes. Sie haben die größte Sammlung der Welt an Papierdrachen. Weil an dem zieht man ja auch. Nein. Aber es wäre das wäre richtig gut. Aber es wäre eine Anregung. Ja. Vielleicht fängt er jetzt damit an nach der Sendung. Nicht, schade. Ich hätte es gehofft. Ja, also ich würde bei den Papierfliegern oder Vögeln bleiben. Also er faltet was und sammelt es dann. Und so andere haben das gesammelt, weil ziehen fängt mir so noch Schubladen ein. Nein, nein, leider auch nicht, leider auch nicht. Hm? Freu dich schon mal über 1000 Euro, aber ich sag trotzdem noch was. Norbert, du sammelst und hast die größte Sammlung weltweiter Bahnfahrkarten gesammelt, weil du die Leute hast ziehen lassen. Toll. Oder? Ist gut. Halleluja! Hm? Jörg, das ist falsch! Und damit darf sich Norbert über 1000 Euro freuen. Sehr gespannt. Jetzt seid ihr sehr gespannt. Ich bin heiß. Pass auf, ich kann das jetzt ganz einfach an das Rateteam bringen. Ich weiß nicht, ob ein Ostfriesland-Urlaub dabei eine Rolle gespielt hat. Na? Lässt du ihn eher 3 oder 5 Minuten ziehen? Nein, es geht Teebeutel. Aber ich kann euch eines sagen, Teebeutel hat er nur knapp 20.000. Ihm geht es mehr um die Teebeutelverpackungen. Und davon hat er deutlich mehr als von den Teebeuteln. Abstwind, ein 800-Seelendorf bei Würzburg. Da rappelt der Karton, denn hier frönt Norbert Kaulfuß einer ungewöhnlichen Sammelleidenschaft. Mit 32.000 Stück habe ich hier die größte Teebeutelpackungssammlung der Welt. Auf 1.500 Quadratmetern türmen sich seine Kartonagenschätze. Warum hast du damit angefangen, Norbert? Mein Vater hat eine riesengroße Gewürzfirma und er hat mich auch auf Reisen schon mitgenommen. Ich war in der Türkei, Hotel untergebracht. Zum Frühstück gibt's nur Salbei und ich mag keine Salbei. Also hat mir der Hotelier jeden Tag eine neue Packung gegeben, hat sie vor mich hingestellt und daraus entstand die Leidenschaft, die Beutelpackungen zu sammeln. Aus dieser Leidenschaft wird gut 15 Jahre später ein riesiges Museum. 90% der Exponate hat er selbst zusammengetragen. Und alles andere? Es helfen alle mit, also von Zollämtern, meine Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte. Sein Sammeltick ist nicht nach jedermanns Geschmack. Denn manchmal treibt er es dann doch etwas zu bunt.
Wir waren in Holland im Campingurlaub. Holland ist für mich ein Paradies. Die haben Backungen, es ist Wahnsinn. Am letzten Tag hat er ganz fürsorglich gemeint, du genießt den letzten Tag mit den Kindern am Strand, ich packe den Wohnwagen ein. Und ich habe das dann schnell gemacht, dass ich den Wohnwagen ausgeräumt habe, habe alles in Kartons und habe alles nach Deutschland geschickt und habe den Wohnwagen komplett voll gemacht mit Aufgussbeutelpackungen. Und somit war unser Urlaub dann kleiderlos beendet. Norbert Kaulfuß, eben ein Besessener mit grenzenloser Leidenschaft. Die Sammlung ist öffentlich zugänglich, kann man besichtigen? Ja, ja, ja. Ja, muss man sich vorher anmelden oder hast du? Nein, ich bin immer vor Ort. Wenn ich nicht gerade hier bin, ich bin immer vor Ort. Ja. Bist du auch Teetrinker mit Leidenschaft? Ja. Ja? Ja. Muss ja weg. Ich meine, die ganzen Beutel, die müssen ja irgendwo hin. Ne? Sehe ich gesund aus? Ja. Ja, ja, finde ich schon, finde ich schon. Ja. Wir wünschen weiter viel Erfolg, viel Spaß und deiner Frau natürlich viel Geduld mit dir und deiner Sammelleidenschaft. Norbert Kaulfuß aus Absinth. Dankeschön, vielen Dank. Ja, bitte begrüßen Sie Malte aus Düsseldorf. So, herzlich willkommen, guten Abend. Ja. Und hier in dieser Sendung kann man ja sagen, wir sind wirklich nur zum Spaß hier. Hm? Oh, oh, oh. Das Lustigste seit langem, würde ich sagen. Nee, das Lustigste kommt jetzt erst noch. Hubertus beginnt und der Ratehinweis lautet, der Trend geht zum Kunstrasen. Keine Chance. Ich bin total froh. Es ist so deprimierend, wenn man eine Raterunde, beginnt und man weiß, das Publikum ist gegen einen. Nein, überhaupt nicht. Und man überhaupt hat keine Chance. Nein. Keine Chance. Ja. Aber nein, das Publikum und jeder Segen sei mit euch. Ja, danke schön. Also, lieber Hubertus. Bitte schön. Bitte schön. Mein lieber Mann, Ihnen ist was passiert. Nein. Ach nicht, wir suchen nach einem Ereignis. Haben Sie das angestrebt? War gut. Sie wollten das? Ja. Waren andere beteiligt? Ja. War ein Prominenter beteiligt? Ja. Ah, war eine prominente Frau beteiligt? Nein. Ein prominenter Mann? Ja. Sind Sie mit dem verwandt? Nein. War es ein Zufall? Nein. Dass Sie nein. Hat das im weitesten Sinne was mit Mode zu tun? Nein. Wegen Düsseldorf, dachte ich. Okay. Liegt das eine Weile zurück? Ja. Länger zurück? Was ist eine Weile? Länger als 10 Jahre? Nein. Hm? Ja. Oh ja. So, die ersten 2 Jahre. Oh, oh. Stefanie, nicht so ernst. Oh ja, also ich will das jetzt rauskriegen. Hat das was mit Enthaarung zu tun? Nein. Hm? Hat das was mit Fußball zu tun? Ja, im weitesten Sinne. Hä? Da müssen wir sagen, im weitesten Sinne. Ja, im weitesten Sinne, ja. Hat es was mit Rasen wirklich zu tun? Nein. Hm? Hat es was mit Sport zu tun? Auch im weitesten Sinne. Ist es Missgeschick? Nein. Sind Sie stolz drauf? Ja. Haben Sie was erfunden? Nein. Haben Sie was repariert? Ja. Haben Sie... Warte mal, war das jetzt ein Ja oder ein Ja? Ja. Ja. Hat es mit Wasser zu tun? Hat es mit Wasser zu tun? Ja, mit Wasser? Mit Wasser? Nein. Regen? Vorher war es aber kaputt. Ja, kaputt. Ich ahne es, ich weiß es. Ich weiß. Jetzt ist ja, sag doch. Jetzt, nein, ich sage es nicht. Ich wollte nur sagen, es könnte sein, dass ich es jetzt weiß. Jetzt musst du schweigen. Ja?
Nicht Streber. Das ist das Beschissenste, was du machen kannst. Ich bin dran und du sagst, ich weiß es. Das hat überhaupt, das hat, in der Schule habe ich diese Mädchen nicht gemocht. Ja, genau. Die saßen während der Klausur so. Wenigstens ins Ohr flüstern. Ja, das darfst du. Ja. Ja, Anne, dann darf ich Stefanie halt auch nicht abschreiben. Weil spätestens, wenn wir vier uns beraten. Ja, deswegen. Ja. Und du darfst es auch nicht mit den anderen schwätzen. Oh Mann, das muss ich jetzt so lange stillhalten. Ja. Du musst nicht stillhalten. Nein. Raus, raus. Jörg. Okay, es geht um einen Sportler. Wir müssen die Person finden. Auch? Auch. Es ist ein Fußballer. Ja. Gut, ein Fußballer von der Fortuna Düsseldorf. Nein. Nein. Von Borussia Dortmund. Was noch in der Nähe? Vom 1. FC Köln. Hm. Ein deutscher Nationalspieler? Nein. Nein. Kennen wir den? Ja. Ja. Gut, von Bayern München? Nein. Vom Hamburger Sportverein? Nein. Gut, erste Liga? Nein. Nein. Zweite Liga? Auch nicht. Yeah. Dritte Liga? Auch nicht. Hä? Gut, wir machen mal weiter. Zumindest du. Ja, ich hab keiner. So, ich bin bei 600 Euro. Nein. Ich befürchte, Ruhe. Stefanie. Nein. Ist so schlimm. Ich weiß es. Ich weiß es. Disziplin! Ist das gut? Disziplin! Bernhard, oh, ist egal, ganz einfach. Bernhard, Glück habe ich noch. Bernhard, egal was Sie macht, deine Zeit läuft jetzt. Hat es mit Haaren zu tun? Ja. Haben Sie künstliche Haare verpflanzt? Nein. Haben Sie Haare gefärbt? Nein. Ah, ich weiß es auch! Haben Sie etwas mit Haaren gemacht an einem Körper? Ja. Haben Sie eine Frisur gemacht, eine bestimmte? Ja. Von einem bestimmten Sportler? Von ja. Von einem Fußballer? Da haben Sie die Frisur gemacht. Von diesem. So ist es. Genau. Und ich soll jetzt den Sportler sagen? Ja. Ich, es ist der einfach. Von Fußball. Es ist ganz einfach. Ja, keine Bratus, Ahnung. Wie heißt ich der sag denn? Doch nichts. Es gab diesen einen mit Blond, es gibt den mit nach vorne, es gibt Jogi Löw, es gibt total. Jogi, Sie haben die Frisur von Jogi Löw gemacht. Punkt. Nein. Von einem Sportler? Ja, ja. Sag ich doch. Aber was weiß ich denn? Von. Wie heißt der denn? So, wir sind jetzt bei 400 Euro. Bei 800 Euro sind wir. Gar nicht Leute. Sehr gut, ja, sehr gut. So, Moment. Hör auf. Jetzt gibt's. Nein. Nee, du bist ja der Erste. Er ist der Trainer von Liverpool. Er? Nein. Leider, ist leider falsch, Hubertus. Er ist nicht der Trainer von Liverpool. Er hat die Frisur. Ach komm. Er hat die Frisur. Ach, komm. Er hat die Implantate gemacht des Trainers. Des FC Liverpool. Also, wie der heißt früher der? Bei Borussia Dortmund ja, wie kam. Heißt und der heißt Jürgen Klopp. Das ist richtig! Ja, ganz Deutschland fragt sich schon lange, wer ist denn eigentlich verantwortlich für diese neue Haarpracht, zumindest am Vorderkopf, irgendwo muss sie ja herkommen, ja, von Jürgen Klopp, Malte Willnow, Dr. Malte Willnow, aus Düsseldorf ist es. 2013 sorgt Fußballtrainer Jürgen Klopp für unfreiwilliges Aufsehen, denn er lässt sich die Haare verschönern und jeder hat eine Meinung dazu. Wenn man sich leisten kann, soll man es machen. Sieht super aus. Gerade Männer, wenn sie sich nicht wohlfühlen, warum sollen sie es nicht auch machen können? Wenn einer meint, dass er sich damit wohler fühlt, dann ist das seine Entscheidung. Ich hatte Geheimratsecken. Ah! Wow. Verantwortlich für den Eingriff ist Dr. Malte Willnow, plastischer Chirurg aus Düsseldorf. Ich habe Jürgen Klopp die Haare transplantiert. Auch die Presse stürzt sich auf das Thema. Und das Ganze nur wegen ein paar Geheimratsecken. Total bekloppt. Seitdem Jürgen Klopp bei mir war, ist natürlich irgendwo das auch bekannt geworden und ein regelrechter Hype ausgebrochen. Und danach sind auch sehr viele prominente Fußballer und Menschen aus der Politik zu uns gekommen. Direkt an Düsseldorfs Prachtmeile, der Königsallee gelegen, füllt Dr. Malte Willnow seinen Patienten die zurückgegangene Haarpracht wieder auf. Und wie läuft das Ganze ab?
Die Haare werden vom Hinterkopf genommen und werden dort eingepflanzt, wo sie eben fehlen. Und man kann einen Streifen hinten entnehmen oder man kann die Transplantate einzeln entnehmen vom Hinterkopf und die dann dort einzeln einpflanzen, wo sie hin sollen. Und wie hat der Klopp sich so angestellt? Er war eigentlich so wie alle anderen. Am Anfang aufgeregt, weil das macht man nicht jeden Tag und man weiß auch nicht so richtig, was auf einen zukommt. Aber er hat es sehr cool genommen. Und wie man sieht, es lohnt sich. Nee, aber das ist super, dass ich Sie hier treffe. Denn meine Stirn wird auch immer größer. Ja. Ich hab mir jetzt schon wir können helfen. Aber vielleicht wird nicht die Stirn größer, sondern die Augen sinken ab. Das kann doch auch sein. Nee, das sind die Brüste. Oh. Aber da kann er auch helfen. Major. Aber was mich ja wirklich sieht, weil wir haben ja da gerade gehört, die Haare, die dann zum Beispiel vorne in die Geheimratszeiten verpflanzt werden, werden am Hinterkopf entnommen. Da entnimmt man so einen Streifen. Sieht ja auch nicht so schön aus, wenn man dann so einen kahlen Streifen hinten hat. Man nimmt ja einen Streifen, der wird dann fein zugenäht und man kriegt so eine kleine feine Narbe. Der Sticker fällt dann wieder drüber, man sieht nichts. Wir sind ja unter uns. Was kosten sowas? Zwischen 6.000 und 15.000 Euro. Pro Haar. Also, ich sag mal so, ne, also was eine Haartransplantation betrifft, kommt man mit 800 Euro nicht so weit. Wunderbar. Ja, da kann man nur Einzelfälle bearbeiten. Aber für den großen Spaß hat sich's allemal gelohnt. Dr. Malte Füllner, herzlichen Dank. Toller Gast, los zu der Geschichte. Schönen Abend noch, Dankeschön. Bis bald, wie Geld. Also nicht nur, dass man hier in dieser Sendung wunderbar viel Spaß haben kann, man lernt auch noch was. Ne? Also wir haben ja einen Bildungsauftrag. Ne? Insofern, den wollen wir auch weiterhin ernst nehmen. Und bitte begrüßen Sie unseren nächsten Gast, Marlene aus Hamburg. Hallo. Guten Abend. Hallo. Kennst du die, ne? Stefanie. Stefanie wird die Erste sein in dieser Runde, die ihre Fragen stellt. Aber erstmal für Sie, meine Damen und Herren, hier ist Ihr kleiner Wissensvorsprung. So, die Geschichte ist wieder ausgeblendet. Sie dürfen die Augen wieder öffnen. Stefanie, der Ratehinweis lautet, Mylin kommt gern in Pink. Okay, den Zuschauerreaktionen zu urteilen, ist es eine besondere Leistung, die Sie gemacht haben. Ja. Ein Hobby? Nein. Beruf? Nein. Ja, Beruf. Ist es Pink? Hat es was mit Pink zu tun? Mit der Farbe Pink? Auch. 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 Hat es mit einem Schwein zu tun? Nein. hat es was mit Kleidung zu tun? Verkleiden Sie sich? Nein, verkleiden nicht. Nee, verkleiden nicht. Hat es etwas mit einem Trickfilm zu tun? Nein. Synchronisieren Sie etwas? Nein. Sind Sie Pink? In welche Richtung? Na, weiß ich nicht. Klamotten, Sachen, Kostüme. Ja. Sie tragen Kostüme. Nein. Nein. Hä? Moment. Ja. Klare Fragen, klare Antwort. Beruf. Beruf. Gut. Wir kommen ja aus einer Stadt, deshalb wäre es ganz lieb, wenn Sie mir helfen würden. stellen Sie etwas her? Nein. Ah. Machen Sie etwas mit anderen Menschen? Nein. Puh. Das, was Sie gemacht haben, haben wir das schon mal gesehen? Lacht. Hat es mit Hello Kitty zu tun? Oh Gott. Oh ja, das ist das Einzige, was ich kenne. Gut, ist es, ist es Körperkleidung? Also ist es Kleidung? Nein. Naja, das Pinke ist Kleidung. Das Pinke, ja. Das haben wir ja schon beantwortet, ja. Gut, es ist Kleidung. Das kann ich käuflich erwerben? Ja. In einem Geschäft in Hamburg? Ja. Okay, auch ist es Unterwäsche? Nein. Schade. Ich hab Bilder. So, es sind 400 Euro.
Wir haben immer noch nicht den Beruf. Nein. Richtig. Bernhard. Also wir suchen ja Ihren Beruf. Ist Ihr Beruf ein künstlerischer Beruf? Ja. Zeichnen Sie? Nein. Schneidern Sie? Nein. Bauen Sie? Nein. Stellen Sie darstellende Kunst? Ja. Okay, das heißt, ist das eine Form von Tanz? Nein. Nein. Schauspielerei? Nein. Ja, ja. Entertainment, Schauspielerei. Ja. So, das heißt, Sie machen das. Sie sind pink gekleidet und machen das dann. Ja. Das ist... Ich würde mal drüber nachdenken. Pink. So, jetzt. Sind Sie dann noch zu erkennen? Sind Sie dann noch zu erkennen? Als... Ja. Jein. Ja, das meine ich als... Okay. Ja. Nicht ganz. Nicht immer, ne? Nicht immer, ja. Okay. Ja, wenn du so ein Walk-App bist, weißt du? So. Telefon-Tür oder so. 600 Euro. Hubertus. Hat es was mit Pantomime zu tun? Nein. Hat es was? Sind Sie eine Werbefigur? Sind Sie eine... Aber nicht im Sinne der Lösung. Okay. Nein. Aber Sie stehen für etwas. Sie repräsentieren etwas. Eine Firma vielleicht? Nein. Okay. Gehe ich in ein Theater, um Sie zu sehen? Nein. Gehe ich in ein... kann ich Sie vom Kino her kennen? Ja. Ja. Kann ich Sie kennen vom Werbeblock im Kino? Nein. Ich kann Sie kennen vom... aber ich kenne alle Schauspieler. also Sie treten in Spielfilmen auf. Ja. In Pink. Hm? Hm? 800 Euro. Barbie. Nicht. Also pass auf, nur noch eins. Also natürlich seht ihr sie mal in Pink, aber nicht immer in Pink. Barbie trägt auch mal was anderes. Ja, sie ist Barbie. So, dann Stefanie. Also wenn das jetzt eh schon alles falsch ist, ist es natürlich schwer, da was zu sagen. Und für Barbie sieht sie auch viel zu natürlich aus. Mhm. Das passt eigentlich nicht, aber mir fällt jetzt aus. Nee, ich bleib trotzdem. Irgendwas mit Barbie. Vielleicht ist sie die Synchronstimme oder... Mhm. Oder vielleicht gibt es ja bald ein Barbie-Musical. Mhm. Ein Barbie-Musical? Ja, wer weiß. Mhm. Naja, Wolfgang Petri gibt's auch. Ja, ja, klar. Es gibt ja fast alles. Nein, aber das ist nicht. Okay. Ich gehe gerade mal das pinke Kinderzimmer meiner Klasse. Ja, ich bin auch. Lillifee. Alles. Ich habe Lillifee, ich habe sie alle. Nein, sie ist noch was Besseres. Jetzt weiß ich's, weil das hat meine Tochter in allen Farben und speziell pink. Sie sind das personifizierte letzte Einhorn. Das kommt bei uns in pink, aber auch in hellblau. Das habe ich im Kino gesehen. Und wenn Sie es nicht sind, sollten Sie damit heute anfangen. Ja, ich glaube auch. Leider nicht mal das Einhorn erfunden. Das wäre auch sehr einträglich gewesen. Hm? Okay. Nein, Bernhard. Mailin ist... Ist es. Einer der... Einer. Einer. Ist einer der Telekom-Punkte. Und zwar der letzte, der mit dem schönsten Klang. Punkte? Und dann ist noch so Punkte. Ja, Sie sind Sängerin und zwar von Sängerin. Pink. Ich tappe komplett im Dunkeln. Mhm. Aber Sie sind eine Sängerin, die gelegentlich, lass den unten liegen bitte. Vielleicht komme ich ja noch drauf. Eine Sängerin. Ich weiß es nicht. Lieber Bernhard. Geschichte nicht gelöst. Und damit, Mailin, herzlichen Glückwunsch zu 1.000 Euro. Bitte? Die Armen. Das wird lustig. Nein. Mailin ist die einzige professionelle Motorrad-Stuntfrau in Deutschland. Und ihr Markenzeichen... Und ihr Markenzeichen ist das pinke Outfit. Nee. Mailin kommt hätte eine Stunde weiter ran können. Ja, ja. Alle Mädchen lieben Pferde. Mailin Senf aus Hamburg allerdings liebt Pferdestärken. Das ist jetzt nicht typisch Hausfrauenart. Wirklich nicht. Denn seit 2008 ist Mailin Deutschlands einzige professionelle Motorradstuntfrau. Ihr Markenzeichen? Die Farbe Pink. Also doch typisch Mädchen? Ich liebe die Farbe Pink, auf jeden Fall. Passt gut zu blond. Und ja, ich wollte besonders auffallen damit. Mit dem, was ich mache, passt es schon ganz gut.
Und nun fährt die Stuntfrau auf einer 9000-Euro-Maschine einen ganz heißen Reifen. Rock'n'Roll in Pink. Man soll trotzdem Respekt vor dem Motorradfahren haben und wissen, was passieren kann. Und auch keine Angst haben zum mal umkippen, weil das ist mir auch schon des Öfteren passiert. Inzwischen kann sie vom Stuntfahren prima leben. Auf Messen ist sie die Attraktion. Und auch beim Film fährt sie als Stunt-Double immer volles Risiko. Was ist los? Mylin ist in ganz Europa gebucht. Kein Wunder bei dieser heißen Lady in Pink. Deswegen habe ich gesagt, ne? Ja, Pink war keine Hilfe. Nein, Pink war definitiv keine Hilfe. Ja, und sie hat, euch tatsächlich natürlich ein bisschen in die Nase herumgeführt, muss man ja auch sagen. Ja. Toll. Mylin, wie bist du dazu gekommen? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Mit 19 Führerschein gemacht. Habe sehr schnell gemerkt, dass Motorradfahren mir sehr viel Spaß bringt, mir liegt. Und habe relativ zügig angefangen, mit dem Motorrad Tricks zu fahren, Spirenzis zu machen. Dann hat sich ein anderes Stunt, den ich dann konnte, den habe ich halt dann mal gezeigt. Und dann ging es an die ersten Events, um das mal vorzuführen. Ja, und so gleichzeitig startet das auch, dass das Filmteam auf mich zukam und gesagt hat, boah, wir brauchen eine Frau wie dich, die so actionmäßig Motorrad fahren kann. Und sehr spannend, ja, was man nicht alles so machen kann. Ne? Ja, und die Menschen, die besondere Sachen machen, besonders verrückte, unglaubliche Sachen machen, die lernt man dann hier bei uns in der Sendung kennen. Sind 1000 Euro geworden. Ja. Viel Erfolg weiterhin und Dankeschön für den Besuch. Mylin Senf aus Hamburg. Unser nächster Gast heißt Jens Bödecke und kommt aus Kloster Lenin. Herzlich willkommen. Wir betreiben ja auch ein bisschen geografische Aufklärung. Kloster Lenin liegt in? Brandenburg, in der Nähe von Berlin. Sehr schön, ja. Und es gibt viele Gründe, jetzt vielleicht auch da mal vorbeizufahren. Weiter. Erzählen Sie ruhig mehr. Was halt, rollt der Verkehr drum. Sie sind mir einer, Jens. Wow. So, Jörg beginnt und der Ratehinweis lautet, der Schein trügt nicht. Der Schein trügt nicht. Gut, Jens, suchen wir einen Beruf? Nein. Hobby? Nein. Begabung? Nein. Einmaliges Erlebnis? Nein. Ah ja. Bei Schein denke ich an Geldschein. Hat es mit Geldschein zu tun? Ja. Ah! Okay, ist es ein Euro-Geldschein? Nein. Ist es ein, was haben wir denn noch, ein Dollar? Nein. Amerikanischer? Nein. Nein. Ist es, okay, dann gehen wir mal an das Land. Ist es in Europa ein Geldschein? Nein. Ist es in Nordamerika ein Geldschein? Nein. In Südamerika? Nein. In Asien? Nein. Was haben wir noch? Australien? Hm? Nein. Gut. Ozeanien. Was haben wir denn noch? Ozeanien, ja, dann haben wir doch alles durch. Hm? Asien? Ah. Ozeanien, Peter. Was? Ozeanien, Australien. Ozeanien hatte ich aber, Australien. So, die ersten 200 Euro. Aber musst du, ich hab doch alle gehabt, alle Kontinente. Noch also. Nicht. Gut, nee, ist gut. Noch nicht alle Kontinente, gell? Ja, mach mal weiter, Bernhard. Afrika. Ja. Tut mir leid. Ah. So, der ist aber auch so. Hat viele also, Länder. Es geht also um einen Geldschein. Ja. Haben Sie einen Geldschein kreiert? Nein. Sind Sie auf einem Geldschein drauf? Nein. Es geht um den Geldschein eines afrikanischen Landes. Ja. Südafrika, also Südafrika nicht als Land, sondern als Region? Nein. Nördliches Afrika? Ja. Okay, wir sind schon weiter. Eher nordwestliches Afrika? Nordwestlich? Nein. Dann nordöstliches Afrika? Ja. Ägypten? Nein. Libyen? Nein. Tunesien? Nein. Somalia? Nein. Eines der anderen? Gut. Ja. Wir haben Sie mit dem Geldschein etwas gemacht? Nein. Haben Sie ihn gefälscht? So, sind 400.
Haben Sie mit dem Motiv was zu tun auf dem Geldschein? Ja. Haben Sie, und das Motiv hat was zu tun mit dem, einem Anlass, einem historischen Anlass? Nein. Kann man das sagen? Ist ein Porträt auf dem Geldschein? Nein. Ist eine Landschaft auf dem Geldschein? Ja. Diese Landschaft ist eventuell die Landschaft in Kloster Lenin? Nein. Kann ja sein. Ja, wir suchen was nach was Außerordentlichem. Ja, ja, ja. Ja. Es ist eine Landschaft drauf, eine Landschaft aus Afrika. Ja. Die hat jemand kreiert, mit dem Sie verwandt sind eventuell? Ja. Sind Sie der Sohn eines berühmten Malers? Nein. Sind Sie der, aber Sie haben ein verwandtschaftliches Verhältnis zu dem Maler, der das gemalt hat? Nein. Kein Maler. Kein Maler, hat er ja gesagt. So, es sind 600. Also, irgendwo ein Foto. Das ist ein Foto. Also, hat ein verwandtschaftliches, manche behaupten ein sehr enges Verhältnis sogar. Ja, böse Zungen sagen. Ein Verwandter ist auf diesem Geldschein drauf. Nein, nein. Landschaft. Eine Landschaft ist drauf. Ja. Und das haben Sie gemalt? Nein. Nein, ich frage gerne, ob Sie ein Ja oder Nein haben. Wie ein Foto, das ist ein Foto auf dem Geldschein. Nein. Also war ja klar, aber na gut. Okay, ist das ein Versehen? Nein. Haben Sie das gewollt? Nein. Sind Sie dafür verantwortlich trotzdem? Nein. Was haben Sie mit dem Geldschein zu tun? Der trügt nicht. Also hat es was mit Falschgeld zu tun? Nein. Der Schein trügt nicht. Das Trügen. Ist es ein Motiv, was in Deutschland ist? Nein. Warum auch? Sei Kolonie. Ihr seid schon gut unterwegs. Also ihr seid halt nur noch nicht bei der Lösung. Der ist auf dem Schein frei. Achtung, ja, in der Tat. Also auf diesem Geldschein ist eine, haben wir gesagt, eine Landschaft drauf. Diese Landschaft ist möglicherweise kultiviert worden, sprich Vorfahren von Ihnen haben da etwas angepflanzt und das ist heute als Bild auf diesem Geldschein drauf. Das ist sehr weitgehend schon richtig, aber noch nicht die ganze Lösung. So, welche Entdecker oder... Nee, vielleicht das Land wäre auch noch ganz schön. Ja, das Land wäre... Arabische Halbinsel muss dann sein, Saudi-Arabien. Nee, das ist Asien. Nein, ein Vorfahr von Ihnen war Lawrence von Arabien. Nein, Bam. Nein. Hä? Oh. Jetzt glaube ich was anderes. Ich glaube was anderes. Nein, ich glaube nein. Auf diesem Motiv ist nicht nur Landschaft, sondern vielleicht mitten in der Landschaft auch ein Ölförderturm. Nein, Stefanie. Oh. Okay, okay. Also ein Schein in Saudi-Arabien. Da ist eine Landschaft drauf von Ihrer Verwandtschaft. Nee. Da war ich auch schon vor 10 Minuten. Ich habe aber Saudi-Arabien noch hinzugefügt. So. Also ich glaube, Jens, viel genauer kriegen wir es jetzt nicht mehr. Ne? Und das Land ist genannt und der Fakt Ihr ist Haus genannt. Vielleicht, also, ne? Also wenn wir das jetzt zusammenzählen, ich glaube, dann müssen wir es. Ihre Vorfahren waren Gärtner. Ja. Ja, das ist richtig. Ja, war gut, ne? Waren sehr gut. Ich bringe das jetzt noch mal in Form. Ja, 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 ja. Das wäre schön. Also, nicht seine Vorfahren. Ja? Jens betreibt einen Landschaftsbaubetrieb und arbeitet unter anderem auch in Saudi-Arabien. Und ein von ihm, seiner Firma, angelegter Garten befindet sich jetzt auf einem saudischen Geldschein. Jens Bödecker aus Brandenburg ist Landschaftsbauer. Das hat er von seinem Vater Richard gelernt. Gemeinsam haben sie Gärten angelegt, die Jens komplett in seiner Hemdtasche verstecken kann. Kaum zu glauben. Unsere Gärten zieren die Banknoten von Saudi-Arabien. Auf dem 10-Rials-Schein des Königreiches Saudi-Arabien ist die Gartenanlage rund um die Nationalgalerie der Hauptstadt Riyadh zu sehen. Ein Projekt von Vater und Sohn Bödecker. Wir sind natürlich sehr stolz darüber und man hat uns natürlich nicht informiert, dass wir da auf diesen Geldschein kommen. Aber wer hat denn schon seine Arbeit auf dem Geldschein? Ne? Die beiden haben auch noch viele weitere Grünanlagen in der Stadt mit dem subtropischen Klima geschaffen. Das Schöne an der Arbeit in diesem trockenen Gebiet ist die Herausforderung. Denn Pflanzen brauchen Wasser und das ist im Wüstenstaat bei einer Lage von ca. 600 Metern über dem Meeresspiegel knapp.
Doch mit Unterstützung der arabischen Prinzen entsteht in Riad ein grünes Paradies. Das sind alles an sich Gärtner auch geworden. Wir haben die sozusagen begeistert. In seiner Heimat auf dem Rietzer Berg in Brandenburg hat sich Jens den Traum vom eigenen Garten erfüllt. Mit Naturpool und Hobbithöhle. Ich habe hier so einen Landschaftsgarten gebaut, der 36.000 Quadratmeter hat. Und es ist so ein bisschen das grüne Auftanken hier, was ich, wenn ich aus Saudi-Arabien komme. Wie ist es denn dazu gekommen? Also wie kommt man überhaupt als Landschaftsarchitekt dazu, Aufträge in Saudi-Arabien zu bekommen? Also angefangen ist, das stimmte schon, mein Vorfahrer, mein Vater hat damit angefangen, 50 Jahre ist das her ungefähr. Und was wir jetzt hier sehen, ist der Palast von König Abdulaziz. Und wir haben 7 Gärten um diesen Palast gebaut. Und das ist jetzt einer der Gärten vor diesem Palast. Und wir waren selber überrascht, als der dann auf einmal auf dem Geldschein auftauchte. Ne? Eine wunderbare Geschichte. Danke. Und manchmal sind es auch die Zufälle, die einen hierher zu uns in der Sendung bringen. 800 Euro sind es geworden. Jens Böhniger aus Kloster Lenin. Herzlichen Dank. Und das Wunderbare ist, meine Damen und Herren, man muss bei uns in dieser Sendung nicht mal 18 Jahre sein, um hier auf unserem Gästestuhl Platz nehmen zu dürfen. Herzlich willkommen, Henrik Brandt aus Lichtenfels-Münden. Henrik ist gerade mal 13, aber hier, Freunde. Ey, Mann, hat das gedauert. Da war einer, der hat bis zum Schluss gelesen, der wartet immer noch. Also bei einigen echt lange Leitung, du. Beieiei. So, Bernhard beginnt. Oh Gott. Du weißt ja, worum es geht, ne? Jo. Kennst dich aus, ne? Das heißt, also ich stelle Fragen und du musst sie sehr ausführlich beantworten. Vergiss es, Bernhard. Um mal kurz das Konzept der Sendung. Der Ratehinweis lautet, Hendrik sucht eine gute Partie. Hm? Oh. Über alles andere reden wir nachher. Hallo Hendrik. Guten Tag. Suchen wir dein Hobby? Ja. Ja, handelt es sich um einen Sport im weitesten Sinne? Ja. Mit Bewegung? Ja. Mit viel Bewegung, körperlicher Bewegung? Sport ohne Bewegung. Okay, Schach? Ja. Geht es um Schach? Nee. Nein. Geht es um ein Spiel, also Sportspiel? Ja. Kartenspiel? Nee. Ist es ein Sport, den, brauchst du ein Hilfsmittel dazu? Ja. Ja. Machst du das alleine? Ja. Ja. Kannst du, musst du dich dabei, hältst du dabei etwas in der Luft? Nee. Läufst du dann auf den Füßen rum dabei? Also ich bewege mich. Ja, ja, kann ja ein Skateboard oder ein Rad sein. Ja, genau. Ja. Hast du, ja, viel Spaß. Ja. Viel Spaß trifft es sogar, sehr gut, ne? Ja, 200 Euro, Hendrik. So. Wir suchen nach einer Sportart, die besonders ist. Nein. Nein. Wir suchen nach einer Sportart, in der du was Besonderes gemacht hast. Ja. Bei Partie denke ich an Golf. Nee. Schade. Denke ich an Minigolf? Auch nicht. Nein. Nee. Jetzt können wir natürlich 30 Sportarten durchgehen. Ist das eine olympische Sportart? Ja. Eine Leichtathletik? Nee. Hätte man auch netter sagen können. Kannst ja auch nicht übertreiben. Ne? Ist es ein Mannschaftssport? Ja. Ist es ein, aber ist es ein Mannschaftssport, wo du dich einmal in der Woche triffst mit Kollegen und machst das gemeinsam? Nee. Ihr habt also keine Gegner? Das, man spielt gegen sich selbst, das meine ich. Nein. Ja, nein. So, es sind 400 Euro. Hendrik hat mir vorhin gesagt, bei 1000 Euro schmeißt er die Schule.
Kommt auf die Null hinten dran an. Ja. Stefanie. Hat das was mit Schlittschuhlaufen zu tun? Oh, um Gottes Willen. Mit Kugelstoßen? Nee. Mit. Du brauchst aber eine zweite Person dazu? Nee. Könntest du es auch alleine machen? Jein. Könnte ich es alleine machen, fragt sie. No, nicht, also, ich sag mal so, könntest du ja, macht aber überhaupt keinen Sinn. Ja, macht keinen Sinn. Ist Breakdance ist es nicht. Nee. Hast du was in der Hand dabei? Ist Breakdance olympisch? Ich weiß gar nicht. Ja. Halt, ne? Egal. Hast du was in der Hand dabei? Ja. Ein Menschen? Nee. Ein Stab? Ein Ball? Nein. Ein Rad? Etwas, was sich bewegt? Ist es groß, was du in der Hand hast? Nee, nein. Was Kleines? Ja. Hier so ein Dart? Nein. Nein. Ja. Sortier das mal gerade. Pass mal auf. Jörg. Ja, ich versuch's mal. Sucht eine gute Partie. Ich halte mich an dem Sucht fest. Kann es sein, dass du anderen beim Sportmachen zuguckst? Auch nur im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne, ja. Schade. Okay, wir machen mit der Sportart weiter. Ist es eine Mannschaftssportart? Hatten wir. Ist es eine Ballsportart? Ja. Handball? Nein. Volleyball? Nein. Fußball? Ja. Du spielst Fußball? Das ist ja sensationell. Nein. Gut. Ach, du spielst nicht mit? Also ich spiele nicht mit. Ja, nein. Aber du gehörst zu dem Match, zu der Partie. Bist du Schiedsrichter? Ja. Ja. Bist du der jüngste deutsche Schiedsrichter? Ja. Nein. Ja, bist du? In dem Falle muss ich, weil ich ihm auch das Geld gönne. Und das stimmt auch nicht. Das weiß ich. Also um das ganz klar zu sagen, das stimmt nicht. Ne? Also er ist nicht der jüngste deutsche Schiedsrichter, aber die Richtung stimmt. Er ist der einzige deutsche junge Schiedsrichter, der bei Frauenfußball spielt. Oder er pfeift, das wäre lustig, alte Herren. Ja. So, dann legen wir mal los. So, Bernhard. Also du bist der jüngste Schiedsrichter, der eine Profiliga mitpfeift. Also eine der Bundesligen. Nee. Das muss man entschuldigen, der Bernhard hat von Fußball überhaupt keine Ahnung. Man merkt es. Ja. Aber er bemüht merkt. Hallo. Ja. Robertus. Hendrik hat den Videobeweis im Frauenfußball eingeführt. Nein. Ich weiß es nicht. Nein. Stefanie. Hendrik ist ist nicht der Jüngste, aber ist, na doch, du bist der jüngste Schiedsrichter und hast für die dritte Liga gepfiffen. Nee. Also ich, einfach nur, weil ich es witzig finde, du bist als Zwölfjähriger und pfeifst die 13. alten Herren. 13 und pfeifst die alten Herren oder ja. die alten... Ja. 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 Das ist richtig! Er ist der jüngste Schiedsrichter, der auch Spiele in der Seniorenklasse pfeift. Und er genießt höchsten Respekt. Hendrik Brandt aus Lichtenfelsmünden in Hessen ist 13 Jahre alt. Als jüngster Schiedsrichter Deutschlands pfeift er Fußballspiele der Seniorenklasse. Dabei hat er sich früher oft über Schiris geärgert. Nun nimmt er die Sache selbst in die Hand. Damals, wo ich ja noch gespielt habe, da hatte ich dann auch oft mal Spiele, wo ich gesagt habe, ach nee, ich hab's da nicht laut geäußert, aber oh, Schiri, das war heute nix. Habe ich mir dann nur für mich selber gedacht. Und dann habe ich vielleicht einfach mal in die Rolle reinversetzt und mal guckt, wie das so ist. Und dann selber, sage ich mal, für Ordnung auf dem Platz sorgen. Richtig so, Hendrik, Ordnung muss sein. Schon mit 12 machte er den Schiri-Schein. Sein Vater ist ganz begeistert. Er war sehr frühreif. Er hat quasi schon mit 5 Jahren eine Büttenrede gehalten. Der diskutiert mittlerweile schon auf Zeitungsniveau mit mir politisch, wo ich sage, um Himmels Willen, ich muss ja Angst haben. Das ist das eine. Und auch sportlerisch, der kennt die erste, zweite, dritte Liga hoch und runter. Anpfiff in der Kreisliga C. SV Gembeck gegen SG Eppe Niederschleidern. Hendrik agiert wie ein Profi. Will ich nicht mehr sehen, ne? Es gibt viele Vereine oder viele Zuschauer, die beschweren sich über zu alte Schiedsrichter. Und deswegen finde ich das so ganz hervorragend. Manche Spieler jedoch werden auch mal ausfallend. Arschloch und so, das gehört natürlich meist dazu. Aber es war jetzt nichts, dass es dann wirklich sehr persönlich wurde. Was für ein taffer Junge. Gut, gepfiffen. Kleiner und parteiischer, ganz groß.
Das. Aber was sagen die denn dann, wenn du da zum Sportplatz kommst und sagst, hallo, ich bin der Schiri? Ja, also viele kennen mich schon aus dem Kreis, sage ich mal. Aber ist sicher auch für die Spieler ungewohnt, weil sonst kommen, sage ich mal, eigentlich erwachsene Schiedsrichter. Mhm. Aber eigentlich klappt das mit dem Respektieren meistens schon. Ja. Ja. Also das, da gibt es wenig Diskussionen dann auf dem Platz. Und ja, was bleibt denn anders über? Ja, stimmt. Natürlich. Ja, ja. Voilà. Hendrik, herzlichen Dank für den Besuch. 800 Euro sind es geworden. Alles Gute weiterhin. Hendrik Brandt aus Lichtenfels-Münzen. Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Unsere letzte Geschichte für heute. Herzlich willkommen, Jannik und Alois aus Mainz. Guten Abend. Hallo, herzlich willkommen. Ja, die beiden. Ja. Hubertus fängt an. Ja. Der Ratehinweis lautet: Yo, was geht, Digga? Bitte, du kannst. Meine Herren, kommen Sie, sind Sie verwandt? Ja. Vater und Sohn? Nein. Okay, Brüder? Nee. Ist der Verwandtschaftsgrad wichtig für das, was wir suchen? Ja. Ist Ihnen beiden was passiert? Nein. Ja. Also ja. Oder birgt, haben Sie ein Geheimnis sozusagen? Wir suchen nach einem Geheimnis, was Sie haben. Wir suchen nach einem gemeinsamen Beruf, den Sie haben? Nein. Wir suchen nach einem gemeinsamen Hobby, nach einer Aktivität? Ja. Ja. Hat das was mit Sammeln zu tun? Nein. Mit einem Sport? Nein. Mit, okay. Gehen Sie dafür raus, vor die Tür? Ab und an, ja. Bleiben also auch manchmal zu Hause? Ja. Okay. So, die ersten 200 Euro. Wir sind beim Verwandtschaftsgrad, glaube ich, hängen geblieben. Ja. Ja, kann man so sagen. Sind Sie Enkel und Großvater? Ja. Hat es mit Musik zu tun? Nein. Hätte ich auch gedacht. Verdammt. Verdammt, ich habe gedacht, Sie rappen zusammen oder Hip-Hop oder Breakdance oder so. Breakdance? Nein. Nein. Das machen Sie erst, wenn es olympisch wird. Ist es was Aktives zusammen, Körperliches, was Sie zusammen machen? Nee. Okay. Bringst du ihm was bei? Ja. Ja, das reicht, ja. Ja, du kannst was, was du ihm beibringst. Ist es? Nein? Ja. Nein. Hat es was mit was Geistiges? Nein. Er hat es was mit Sprache zu tun? Nein. Hat es was zu tun, was die Jugend macht, was aber dein Opa auch möchte, was sie möchten, können möchten? Ja. 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 Wir wissen noch nicht. 400 Euro. Beruf war es nicht, ne? So, Jörg. Gut. Ja, jo, Digga, Mensch. Also, wenn ich Sie jetzt so anschaue, Sie sind sehr stylisch gekleidet. Hat es was mit Mode zu tun? Ja. Ja. Das überrascht mich jetzt. Okay. Ziehen Sie Ihren Opa an? Ja. Ja. Haben Sie ein Modelabel zusammen? Ja. Nein, noch nicht. Oh, ja, gut. Machen Sie Fotos? Ja. Ist noch nicht die Lösung. Möchtest du Bernhard? Hm? Du hast noch 5 Sekunden. Krieg noch eine Sache raus, dann hab ich's. Er hat's was mit dem Internet zu tun. Ja. Ja, was heute, Leute? So. Was heute nicht mehr möglich. 600 Euro sind. Das hat was mit dem Internet zu tun. Ihr habt Glück, jetzt seid ihr noch mal auf der sicheren Seite. Ja. Also, Bernhard. Du machst Mode? Nein. Okay, also ihr macht Fotos im Internet.
Ja. Dann auf. So. Ja. Gestaltest du ihn in einer gewissen Art und Weise? Ja. Gestaltest du ihn jugendlich? Ja. Du ziehst ihn jugendlich an und das postet ihr dann? Ja. Ihr kopiert Jugendposten, Jugendposen, Posen. Ja. Im Internet. Ja. Also versuch es nochmal auf einen Nenner zu bringen. Auf eine Vermehr- du ziehst ihn jung an und das postet ihr im Internet. Und damit hat er einen, ja, einen Kanal, einen Channel, einen, ganz viele Follower, ganz viele Folger. Damit Millionen hast du Erfolg, Klicks. Millionen verdient. Du bist ein YouTuber, ein Insta, ein... Ja, das ist richtig! Yannick hat seinen Opa Alois zum Instagram-Star gemacht. Ja. Er ist ein sehr erfolgreiches Streetwear-Model in der Zwischenzeit geworden. Streetwear? Ja. Ja. Wow. Und warum ist das so erfolgreich? Ja, weil Yannick einfach einen coolen Opa hat. Hm? Das ist Alois Abraham aus Mainz. 72 Jahre alt und kaum zu glauben, der wohl coolste Opa der Welt. Dank Enkel Yannick. Ich habe meinen Opa zum Streetwear-Model und Internetstar gemacht. Die verrückteste Internetgeschichte Deutschlands beginnt im Winter 2016. Student Yannick tauscht Monotonie gegen Mode. Ich hatte einen ganz normalen, standardmäßigen Instagram-Account, so wie man es von einer normalen Person kennt. Es war einfach nur eine Idee für mich, dass ich mal meinen Opa so sehen wollte. Dass ich das dann hochgeladen habe, war dann einfach, weil mir die Bilder so gut gefallen haben oder weil mir mein Opa so gut gefallen hat. Und daraus ist dann eben mehr geworden. Opa Alois ist anfänglich skeptisch, lässt sich dann aber doch von seinem Enkel ablichten. Er macht ja nur Fotos und wenn es alles vorbei ist, ziehe ich mich wieder um. Das erste Bild schlägt ein wie eine Bombe. Innerhalb von wenigen Wochen wird die Streetwear-Szene auf die Seite aufmerksam. Über 100.000 Follower schauen sich Yannicks Webseite regelmäßig an. Er hat seinen Modelblick, den er aufsetzt. Ja. In den Klamotten sieht er eh immer gut aus. Er ist ja auch ein hübscher Kerl. Und deswegen habe ich da ziemlich leichte Arbeit mit ihm. Yannick und Alois. Ein cooler Enkel und sein noch coolerer Opa. Und was sagt Oma dazu? Oh, Oma freut sich. Ja, das sieht man. Na. Ist das cool? Ist das cool? Ist das super. Darfst du irgendwie mitsprechen bei den Outfits, oder? Überhaupt nicht. Nee, er sagt, was angezogen wird. Er sagt nur, in Kamera gucken und nicht reden. Ja? Und nicht lachen. Und nicht lachen, auf keinen Fall lachen. Ne? Und hast du dich jetzt ein bisschen auch mal mit diesen Labels beschäftigt, was da so dahinter steckt und, oder auch gar nicht so sehr? Gar nicht. Ja? Ich bin nur Model. Ja, du bist nur Model. Da hast du ja wirklich leichtes Spiel, ja. Yannick. Ja? Ja, also, um ehrlich zu sein, mittlerweile ist er schon mehr drin als am Anfang. Aha. Also er läuft auch gern mal privat in Streetwear rum. Auch wenn das jetzt hier nicht so zugeben will. Aber, ja, vielleicht will er es nicht sagen, weil die Oma zuguckt. Ja? Wer weiß, wer weiß. Ja. Aber nee, es sieht auch einfach gut aus an ihm. Absolut. Es sieht authentisch aus. Mhm. Und deswegen, echt gut aus. Ja. Best aussehende Opa, den ich je gesehen habe. Ja. Das sehe ich auch so. Also eine ganz wunderbare Geschichte. Viel Erfolg weiterhin. Ich habe euch jetzt abonniert. Ja? Alois und Yannick. Johnny aus Mainz. Es gibt so viele neue Möglichkeiten, seine Zeit zu nutzen. Ja, ganz neue Berufsbilder. Aber eines ist immer noch ein ganz lukrativer Job. Und das ist Mitglied im Rateteam von Kaum zu glauben. Vielen Dank an Bernhard Hoecker, Hubertus Meyer-Burkhardt, Stefanie Stumm. Und Jörg Pilawa. Guten Abend. Danke, dass Sie heute Abend wieder mit dabei waren, meine Damen und Herren. Einen schönen Sonntagabend noch. Lassen Sie das Wochenende gemütlich ausklingen und starten Sie morgen gut in die neue Woche. Wir sehen uns wieder dann zur nächsten Ausgabe in der kommenden Woche. Tschüss, machen Sie es gut.